Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum großen, hoffentlich großen Finale von Kirby und das vergessene Land. Ich habe gerade eben schon mal 20 Minuten aufgenommen. Den Boss noch nicht gemacht, weil ich habe ja gesagt, ich mache zuerst die Teile. Wie Sie sehen, dass ich keins geschafft habe. Ja. 20 Minuten. Eins davon ist, glaube ich, länger als die anderen. Aber die meisten gehen eben so in Minute 2. Und ich habe nach 20 Minuten kein einziges hingekriegt. Und deswegen lasse ich das aus. Wir machen zuerst den Endboss und ich werde euch die dann alle in einem Zusatzpart zusammenschneiden. Beziehungsweise ist gar nicht der Endboss, das ist der Endboss, oder? Ja, ja. Ich würde sagen, wir starten rein und hoffen, dass wir alles überleben. In Gegenwart des Königs. Let's fight. Ich finde es schade, dass das zum Schluss hin, so ultimativ schwer wird. Also, auch diese Mini-Challenges. Ich würde nämlich schon gerne meine ganzen Waffen ein bisschen hochgrinden, aber naja, das könnten wir machen. Wir gucken ganz kurz nochmal ins Dorf rein, ob wir irgendwas noch leveln könnten, wenn wir ein paar von den Dingern schaffen würden. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Dann machen wir das noch ganz kurz. Dann war meine Ansprache total umsonst gerade eben, die viel zu episch war. Dann schauen wir ganz kurz ins Dorf. Start. Das ist ein Dorf. Fertig. Ja, lege ich ab. Brauche ich nicht. Mal gucken, was uns Meister Proper bietet. Der heißt nicht so, ich weiß. Blaupause für mich. Also, was können wir alles weiterentwickeln? Okay, nichts Wichtiges. Instead halt auf ihn hier. Aber kostet 3 und wir haben nur einen, ja. Mit was starten wir denn jetzt am besten in den Kampf rein? Ich würde schon sagen mit ihm, aber er ist halt noch nicht Max-Level. Ich würde sagen, er ist noch nicht stark genug. Yo, er ist aber auch, er ist langsam, aber er macht mehr Schaden. Will ich was, was Fernkampf ist? Ich probier's damit, come on. Das kann schon groß schief gehen, außer dass ich 10-mal verliere. Aber das ja sowieso. Jetzt dann. Also, ich bin... Wie drücke ich mich da am besten aus? Ich bin ein Stück weit gehypt. Sagen wir es so. Ich habe keine zu hohe Erwartungen, weil die ganze letzte Welt meine Erwartungen ziemlich stark gesenkt haben. Dementsprechend hohe Erwartungen sind nicht da. Aber wir werden sehen. Erstmal hier komplett aufleveln. Ja, wir können uns hier entscheiden. Die sind alle nicht sonderlich gut, gell? Aber uns wird nicht Boomerang empfohlen. Vorne steht er. Sollen wir vielleicht doch das Schwert nehmen? Ja. Das macht nämlich auch Fernkampfangriff. Da ist er. Let's go. Vergiss DDD? Ich vergesse dich nicht. Keine Sorge. Vergiss DDD. Dreimal, ja.
Also irgendeine Special-Verwandlung. Lauf, 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 lauf. Jo, beruhig dich. Er ist gleich down. Er wird nicht down sein. Damit habe ich gerechnet. Er ist nicht down. Er ist nicht down, er ist nicht down. Er ist nicht down. Ja, ich wusste es. Okay, okay, wir konzentrieren uns. Wo ist meine Fähigkeit hin, Sachen zu schleudern? Ich kann keine Sachen mehr schleudern. Seht ihr das? Mein Mana ist weg. Der sieht so aus, als würde er gleich zusprinten, ja. Dachte ich mir. Deswegen bin ich ready. Nein, nicht gerechnet mit. Oh, okay. Der wird damit nicht tot sein. Er wird damit nicht tot sein. Ich sag's euch, König DDD ist safe nicht dead. Wo ist eigentlich, wie heißt der Dude? Elfilin? Er steht auch wieder auf, Mann. Nein? Oha, waren wir gut. Wir hätten nur Damageless machen müssen. Das wäre so gut gewesen. What? Er kommt einfach mit, hä? König DDD, was ist mit dir los? Nein! No way! What? König DDD ist auf unserer Seite! Labor Discovera. Eine neue Welt? Automatische Spracherkennung aktiviert. Authentifizierungssystem aktiviert. Authentifizierung. Authentifizierung. Zugangscode bestätigt. Initiierung des Gebäudenavigationsprotokolls. Sprachausgabe? Willkommen, Besucher, zur Traumentdeckungstour in unserem Labor. Im Labor Discovera. Während dieses spannenden Rundgangs werden Sie die ultimative Lebensform kennenlernen. Spezimen ID F86. Vom Moment seiner Ankunft auf unserem Planeten führte ID F86 einen Feldzug der Zerstörung, der unsere heimische Tierwelt zu bedrohen schien. Unseren Forschern glückte jedoch die Gefangennahme. Was kommt jetzt auf uns zu? Bevor es seine Invasionspläne umsetzen konnte. Kurz darauf begann unser Labor die Erforschung der Teleportationsfähigkeiten von ID F86. Untersuchungen, die das Fundament unserer heutigen planetarischen Teleportationstechnologie bilden. Dreißig Jahre nach Forschungsbeginn kam es infolge eines Laborexperiments jedoch zu einem Zwischenfall.
Dabei gelang einer neuen Lebensform die Flucht, die sich vom Hauptspezimen abspaltete. Sie wurde bislang noch nicht gefunden. Seit diesem Ereignis zeigt IDF-86 keinerlei Aktivität mehr. Es befindet sich nun in permanenter Stasis innerhalb der maßgefertigten Ewigkeitskapsel hier im obersten Stockwerk des Labors Discoverer. Bitte was? Bitte was? Kein Problem. Packt halt nochmal einen Endboss an den Endboss, weil der Endboss jetzt auf einmal uns auf unserer Seite ist und King DDD voll cool ist? Das gibt mir The Flash Staffel 7 Vibes. Mit Eva. Also das offizielle 6. Staffelfinale, was in der 7. Staffel war. Das ultra schlecht war, aber darüber reden wir nicht. Begrüßen wir die ultimative Lebensform, Spezimen ID-M86. Ich habe legit keine Ahnung, was ich usen soll. Bleib bei meinem Sword, come on. Mit einem Schwert kann man nie was falsch machen. Ich habe Angst, was auf uns zukommt. Ich weiß es nicht, ich kann mir nichts vorstellen. Okay, vielleicht so eine Mutationsversion von König DDD? Ja, moin. Oh, und du bist... Sieh nur genau hin, rosa Eindringling. Ist das nicht ein wundervoller Anblick? Dabei verfügt der große Eine nicht einmal über seine vollständige Form. Ohne seine andere Hälfte ist er unvollständig. Vor langer Zeit gewährte der Große den Bewohnern dieser Welt eine wunderbare Kraft. Die Bewohner verließen daraufhin diese Welt und betraten ein Land der Träume. Nee, doch nicht. Sobald der große Eine wieder vollständig ist. Ich dachte gerade, der sieht aus wie Elfilin, aber überhaupt nicht. Hält so ein bisschen die Kopfform. Aber ich glaube nicht. Ich hoffe nicht, dass das der Plot ist. Please. Dann, ja. Dann wird uns ebenfalls diese wunderbare Kraft verliehen. Uns, die wir in dem vergessenen Land zurückgelassen wurden. Und nun ist dieser Zeitpunkt endlich gekommen. Und wir sehen uns. Könnt nicht jedes Mal. Könnt ihr nicht. Ihr könnt nicht jedes Mal denselben Plot bringen, dass der Typ, der euch von Grund auf die ganze Zeit hilft, auf einmal böse ist. Why? Warum tut man das? Bitte, lass das! Mann, das ist... Ah, das gibt mir... Ich weiß nicht, nee. Das Video kommt, ist das andere noch nicht fertig. Das gibt mir Vibes von einem anderen Spiel. Why? Das können die doch nicht bringen. Elfilin ist ein böses Wesen. Das wir jetzt bekämpfen werden. Oder den Löwen, ich weiß es nicht. Ich meine, ist ja schön und gut. Aber, ich verstehe den Plot dahinter noch nicht so ganz. Wisst ihr, was ich meine? Ach ja. Ich muss das gerade erstmal in meinem Kopf ganz kurz verarbeiten. Ich glaube, wir sollten weitermachen. Ich will euch nicht zu lange aufhalten. Elfilin ist ein böses Wesen. Ganz recht. Diese winzige Kreatur hier ist die fehlende Hälfte des großen Einen.
Nach all der Planung und all der Plackerei können wir von dem Großen endlich können wir dem Großen einen endlich behilflich sein, seine vollständige Form anzunehmen. So viele Jahre träumten wir bereits von diesem Moment. Solltest du uns in die Quere kommen, verputzen wir dich mit Haut und Haaren. Ja, Das wird schlimm. Er kommt. Komm her, mein Freund, ha? Ja. König der Bestien. Leopold. Wie witzig. Jo, wie oft willst du angreifen? Er so, ja. Okay, er geht auf Distanz. Okay. What? Er ist viel zu stark. No way. Okay, macht wieder seine Fernkampfattacke. Okay. Jo, stimmt, der kann mich auch in der Luft treffen. Hallo! Oh mein Gott, ist das mies. Nein, spring doch, wenn ich spring drück, Mann. Yes. Zweite Phase. Ich bin bei jedem gesprungen und bei keinem durchgekommen. Wie wenig Schaden mache ich? Ey, wenn ich hier sterbe. Natürlich. Natürlich. Nein, warum springe ich? Spring! Er macht seinen Superlaser. Nein, macht er nicht! Er macht seinen Superlaser. Aber das heißt, ich kann ihm jetzt Damage machen. Ey, aber wie wenig Damage mache ich da? Ich hab doch nur nicht mal die Zeit wegzulaufen! Wie unfair! Danke, dass ich das viel zu spät bekomme. Hier bringt mir die Ability zu springen auch nichts. Ich werde sterben. Nicht übermutig werden. Hm? Ich hätte ihn angreifen sollen. Ich spring da nie wieder.
Ach, wir sind ein Superlaser. Oh, jetzt, yes, wir sind sehr nah an ihm dran. Yes! Perfekt. Ja. Yeah. Stirb. Steh nie wieder auf. Ey, Feline ist doch nicht böse, glaube ich. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Wobei, einen Bosskampf würde ich jetzt eh nicht mehr überstehen. Psychisch wie seelisch. Du wagst es! Plan ruiniert. Wichtiger Plan. Benötigte Arbeiter öffnen Wirbel. Fand Lakaien. Brachte sie her. Machte großen Fehler. Lästiger rosa Fremdkörper. Sorgfältige Planung zunichte. Weitere Planung zwecklos. Geduld aufgebracht. Zielsetzung angepasst. Alles soll verschlungen werden. Looks like eine Fluchtsequenz. Ja, ich habe mir mittlerweile den Pulli ausgezogen. Es wird zu warm, vor allem wenn man so aktiv rumschreit wie ich. Oh mein Gott, das um einiges epischer als ich dachte. Aber das Viech wird doch safe ausbrechen. Anstatt die zulaufen. Invasiver Ultimo Verges. Soll ich den attacken? Ah ja. Okay. Fühle ich. Das gibt mir Inside-Vibes. Wobei wir machen... Warum? Ich hab nicht mal laufen gedrückt, Mann. Wir sind so weit gekommen, Mann. Jetzt zu sterben wäre halt mies unfair. Wobei, es ist halt auch gar nicht die epische Bossmusik. Ist eher langweilig und gemütlich. Vielleicht soll ich die Dinger auch einsaugen und zurückschleudern. Ah, weiß ich nicht, ob das jetzt so eine gute Idee war. Ich laufe nicht in ihn rein. Perfekt. Richtig dumm gelöst. Wieso laufe ich immer? Ich lasse es. Ist mir jetzt egal. Drei so Schläge reichen mir. Außer er wird schneller. Das finde ich dann nicht so angenehm. Ja, aber er ist fast down. Vor allen Dingen, was ist das für ein Vieh? Schaut mal, das besteht aus allen vorherigen Gegnern. Nicht, nein. Nicht töten.
Meine Fähigkeit ist weg. Nein! Ey, über sowas könnte ich mich aufregen. Und warum leckt das so? Hauptsache irgendwas. Ich glaube, Fernkampf ist auch gut. Ja. Tot. Ist noch nicht fertig. Also, das Boss-Level war bis zu dem Aspekt cool, als irgendwer auf die Idee kam zu sagen, yo, lass halt noch eine 12. Phase in den Boss einbauen. Ist bestimmt witzig. Das dachte aber auch nur der eine. Ich glaube, der hat auch jetzt mittlerweile seinen Job verloren. Hier, jetzt kann ich wieder schleudern. Vielleicht ist es auch nur so eine begrenzte Anzahl, wo man das kann, deswegen mache ich es jetzt mal nicht. Ich nehme Leute. Also, wer nimmt denn bitte das Eis-Power-Up? Für den Endboss. Der ist ja selber schuld, dass er nichts hinkriegt. Bestimmt gibt es auch Leute, die sind mega gut damit, aber, kann halt gar nichts. Ja, noch ein Endboss. Oh, ich wurde geheilt. Wann? Finde ich gut. So halb. Ultimative Lebensform Ultimo Elphilis. Ja klar. Sehe ich auch so. Ich bin zuversichtlich, dass das... Ich kann nicht mehr werfen. Seht ihr das? Ich finde es toll, wenn die mir eine Ability geben. Die mir dann aber 2 Sekunden nehmen. Das sieht richtig aus wie so eine außerirdische Lebensform, muss ich zugeben. Cooles Design. Aber halt schon von der Grundidee bad umgesetzt mit den 12.000 Bossphasen. Ja, hätte ich gerne wieder. Ja, spring halt auf die Seite und werd trotzdem getroffen. Kirby, du bist es einfach. Das ist echt eine coole Form. Ich bin gesprungen. Glaubt es mir oder glaubt es mir nicht? Ich sag euch, ich hab sofort immer, wenn ich springen drück. Sprung. 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 Der springt so ultimativ spät. Seht ihr das auch? Sprung. Ja. Könnte ich sagen, bin ich zu spät gesprungen? Ja. Ich habe Spring gedrückt. Ich Sprung. Sprung. Habt ihr gesehen, wie spät er reagiert mit Springen?
Was machst du? Hast du es? Dankeschön. Sprung. Ich bin im Flugdings, Mann. Sehr schön. Zweite Phase, ich aber auch. Ich habe auch nur noch Hälfte Leben. Viel zu krass schwer. Ich bin im einfachen Modus. Natürlich, klar. Noch was? Ja. Cool. Ich werde den nicht 500 Mal probieren. Hä? Er kann sich heilen. Er kann sich heilen. Ich spiele dieses Spiel. Ich spiele dieses Spiel nie wieder in meinem Leben. Ey, ich verkauf das bei eBay. Ich mach das, ist mir egal. So ein Drecksspiel. Krass. Ich fliege. Du kannst mir nichts, ich fliege. Ja, wann? Ich krieg nochmal Damage. Hast du das? Der greift. Ja, und jetzt teleportiert er sich weg. Natürlich! Ey, super tolles Spiel. Klasse. Als ich sage, ich mache die 100%, mache ich nicht. Lohnt sich nicht. Wofür? Ja, aber es war schon sehr knapp. Sagst du Bescheid, wenn du fertig bist? Sehr schön. Ja. Minuten, noch nichts geschafft. Cool. Cool. So, und jetzt ist hier fertig, sag ich euch. Ist mir egal. Ja, natürlich hat er jetzt noch so halbes Leben. Ich sag's euch, der heilt sich. Nee, ist mir egal. Elfilin töte ich auch, wenn's drauf ankommt. Come on jetzt. Stirb, du hässliches Vieh. Ich will dich nie wiedersehen. Ich mach doch schon. Mann. Ey. Ich war kurz davor, kein Scherz, das Game einfach auszumachen und auf ein Walkthrough zu reacten. Am Schluss einfach. Ist jetzt der 5. Versuch gewesen. 94 Minuten in der Aufnahme. Entspannt.
Was für eine unglaubliche Macht! Ich befürchte, dass uns steht Schlimmes bevor. Was ist denn, Kirby? Hui, ist das etwa... Ist das deine Heimat, Planet Pop? Oh nein, Planet Pop wird in den großen Wirbel gezogen. Er soll wohl mit dieser Welt kollidieren. Wir müssen das verhindern. Aber wie nur? Indem ihr alle Suizid begeht und mich hier in Ruhe lasst. Natürlich, capturen LKW. I'm about to get really aggressive. Der hat eine LKW-Steuerung. Und jeder weiß, was damit gemeint ist. Als ob ich mich jetzt noch in irgendeiner Weise ums Geld kümmern würde. Das interessiert mich so rein überhaupt nicht. Die ganze Zeit schlagen Sachen ein und es ist nicht so schlimm. Aber jetzt auf einmal sterbe ich deswegen. Hier eben. Es ist so unreal. Ja, ich sehe das natürlich auch. Also wenn ich jetzt hier sterben sollte und alles von vorne machen sollte, dann könnt ihr... Dann react ich. Und dann lösche ich das Spiel von meiner Switch. Nach rechts, nach rechts. Ich sehe nichts. Ah, er fährt jetzt von alleine. Sehr schön. Auf einmal können wir beschleunigen. Natürlich. Ich drücke einfach A und B gleichzeitig. Kann nicht viel falsch passieren. Also ich drücke die ganzen Tasten gleichzeitig. Warum können wir auf einmal schweben? Drück einfach weiter. Wie soll ich das machen? Hallo? Ey, Mann, hör doch auf damit. Ich kann nicht mehr. Meine Hand tut weh. Das ist so unglaublich dumm. Es tut mir leid. Das ist das neue Mario. Da wird Bowser von einem Auto überfahren und nicht mit einer Feuerblume besiegt. Ist das der Planet Pop? Es wird eingesaugt. Die Verbindung zwischen den Welten. Sie müssen geschlossen werden, um jeden Preis. Hey Kirby. Danke für alles. Ja,
Das scheint dann gewesen zu sein. Ja. Kommen wir zum Fazit. Dieses Spiel ist bis zum Zeitpunkt der letzten Welt schlecht. Ab da ist es schlecht. Alles vorher ist sehr gut gemacht, nicht zu schwer. Man kann es im schweren Modus schaffen. Es ist sehr gut balanced. Es ist gut. Alles ab Rotharz, feuerbergiger Quatsch da ist Schmutz. Die Welten wurden von jetzt auf gleich fast doppelt oder einfach dreifach so schwer. Dieses komplette Endboss-Gegner-Rush. Ich kann ja nicht mal sagen, yo, ist der Endboss. Es war ein Rush. Es war ein Boss-Rush. Ihr habt den Endboss mehrmals besiegt. Und das gibt solche Minuspunkte. Ich find's okay. Man kann das einmal bringen. Vielleicht auch noch eine dritte Phase, aber nicht 10. König DDD. Erste Phase komischer Löwe. Zweite Phase komischer Löwe. Erste Phase blaues Viech. Zweite Phase blaues Elfilin-Viech. 5-mal habt ihr in diesem Level einen Boss bekämpfen lassen. Und das macht man nicht. Es tut mir leid, aber ich muss das ja wie immer in Prozenten zusammenfassen. Wobei, lasst uns erstmal durch die Welten gehen. So, also grundsätzlich, Weltendesign. Hallo? Was für Schmutzkopfhörer? Ja, auch egal, ich kann die Musik auch rausmachen, so ist nicht. Also, erste Minuspunkte gibt es bei Gegnergespamme. In irgendeinem Level war komplettes Gegnergespamme. Da gibt es den ersten Abzug für. Und den zweiten Abzug gibt es. Ja, doch, das war's eigentlich. Oh, schaut mal, HAL. Hier links ist die Firma. Ja. Ja, und den zweiten Abzug gibt's dann später. In der ersten Welt gab es irgendwo ein Gegner-Gespamme-Level. Das gibt Abzug. Hier im Hull Laboratory. Und sonst gibt es in der ersten Welt fast nur Pluspunkte. Ich fand's mega, mega cool designt. Weltendesign, wie schon gesagt, ist super. Zwischensequenzen sind vorgerendert. Das sind einfach nur Videos, die abgespielt werden. Das sieht man daran, dass sie krass gut auflösend und sehr detailreich sind. Hätte man jetzt nicht unbedingt machen müssen. Nein. Ist mir egal, ich rede jetzt weiter. Das Spiel ist für mich hier fair. Fortsetzung folgt da oben, folgt eine Fortsetzung. Dann würde ich sagen, zweite Welt. Sehr, sehr, warte, wir können ja durch die Welten fliegen. Bin ich jetzt im Waddledee-Dorf? Ja, stell da noch einen vierten hin, ist mir egal. Die zweite Welt, das war diese. Ist doch gut jetzt, das war diese Zirkuswelt, glaube ich. Oder nee, das war die Woods, Tropic Woods Wasserwelt. Die fand ich mega stark, das war die stärkste. Wobei die Origin-Wüste fand ich auch ganz gut. Dann, dritte Welt war Zirkus, fand ich sehr cool, auch mit diesem Geisterhaus. Und war sehr, sehr nice. Nee, ich werde da nichts mehr ultimativ tun, ich bin fertig. Dann Welt, I don't know, Welt 5, nee, Welt 4. Das war die Eiswelt. Die fand ich vom Aussehen her sehr gut. Origin-Wüste, wie gesagt, war gut. Und dann Rotharz, Feuerlande. Warum tut ihr mir das an?
gebe dem Spiel 50%. Mach mich mal kurz größer. Also. 10% Weltendesign. 10%. Durch das auch so. Die Level an sich, die. Wie lange es dauert, so ein Level durchzuspielen, war meistens nicht zu lang. War Levellänge. 10-20% so. Dann die Spiellänge. Ich dachte, es wäre schon lange vorbei. Der Plot-Twist hat mich abgeholt. War mega, mega cool. 50%. Dann allgemein das Kampfsystem, Levelsystem. 20%. Wir sind jetzt bei 70. 10% nochmal für die Story an sich. Und 10% nochmal dafür, dass das Spiel eine Story erzählt, ohne dass groß geredet wird. Genau. 40% Abzug, 20% für die letzte Welt und 20% Abzug für den Endbosskampf. Das müssten eigentlich mehr Prozent sein, aber ja. So, wir sollen jetzt Tazandra besuchen. Die sieht nicht so freundlich aus und ja. Gibt's hier zum Talken. Das ist etwa noch so ein rätselhafter Wirbel. Was auch immer sich auf der anderen Seite befindet, werden wir niemals erfahren. Ich spiele nicht mehr. Ist mir egal, ob jetzt noch was kommt. Ist das eine komplett neue Welt? Ach du grüne... Pergesträume, isolierte Inseln. Du sagst jetzt, es gibt nochmal zu jeder Welt ein Level. Ja, allein deswegen schon nicht. Allein wegen dem. Und dann nochmal ein Endboss. Wenn euch das Ganze gefallen hat, sagt es mit einer positiven Bewertung. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss.